Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Spiel von Thomas Spiel. Das letzte Mal haben wir World of Subways Volume 4 gemacht. Jetzt kommt, wie hier steht, Wild Earth Africa. Ja. Ja, dann gehen wir mal auf die Fototour. Das heißt, wir müssen Fotos schießen. In Afrika. Wähle eine Fototour. Fangen wir mal an mit Familie der Giganten. Ich habe die Einstellungen auf hoch geschraubt. Ich habe das Spiel schon mal gemacht. Mach ich jetzt. Raus aus den Federn! Guten Morgen und willkommen in Afrika. Ich bin Professor James Connors. Ich werde dich durch die Serengeti führen. Und ich bin Valerie Devereaux, Journalistin für Wild Earth. Willkommen zu deinem ersten Job als Fotojournalist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir. Also, Professor, was steht an diesem schönen Morgen auf dem Programm? Ich glaube, in dieser Gegend haben wir ganz gute Chancen, auf Elefanten zu treffen. Wunderbar. Aber zuerst sollten wir unsere neuen Mitarbeiter einweisen. Die Befehle werden unten auf dem Bildschirm angezeigt. Verwende die angegebenen Tasten deiner Tastatur, um dich zu bewegen, und deine Maus, um dich umzusehen. Drücke die linke Maustaste, wenn du ein Foto machen möchtest. Schieß da einfach mal ein Bild von einem der Zelte hier im Camp. Okay. Uah. Läuft aber schnell. Oh, krass. Oh, das ist cool. Das sind Giraffen. Okay, dann machen wir ein Foto hier von dem Camp. Mit Stuhl und allem. Siehst du, so einfach ist das. Du musst auch lernen, wie man den Zoom der Kamera verwendet. Halte die rechte Maustaste gedrückt und bewege die Maus nach vorne, um heranzuzoomen. Falls vorhanden, kannst du auch das Mausrad verwenden. Auf der Spitze des Berges hinter dem Camp steht ein einsamer kahler Baum. Zoome heran und mach ein Foto für uns. Hus. Kahler Baum? Ah, so kann ich zoomen, okay. Ein kahler Baum. Affenbrotbaum. Hä? Wo denn? Der Affenbrotbaum steht auf dem Bergrücken hinter dem Camp. Halte die rechte Maustaste gedrückt und bewege die Maus nach vorne oder verwende das Mausrad, um heranzuzoomen. Ausgezeichnet. Vergiss nicht, wieder herauszuzoomen, nachdem du ein Foto geschossen hast, damit du siehst, was um dich herum passiert. In der linken oberen Bildschirmecke werden im Spielverlauf weitere Ziele wie diese eingeblendet. Such dir diese Motive und mach schöne Fotos von ihnen. Das oberste Ziel ist immer das Wichtigste. Du musst es finden, um ins Spiel weiterzukommen. Die anderen Ziele sind zweitrangig. Zweitrangige Ziele befinden sich normalerweise in der Nähe des wichtigsten Ziels oder auf dem Weg dorthin. Okay. Die Fotos sind für den Artikel, den ich schreibe. Gib dir also Mühe. Jede Aufgabe besteht aus einer bestimmten Anzahl von Zielen, die du erfolgreich abschließen musst, um weiterzukommen. Ah, das heißt, ich könnte die Blume machen, irgendeine Blume. Okay. Aber erst Giraffe beim Laubfressen. Boah, geil. Wahrscheinlich die Blume da unten. Gut, das war einfach. Einige Ziele sind schwerer zu finden. Halte also die Augen offen. Verpasst du ein Ziel, verschwindet es aus der Liste. Diese Blume? Keine Sorge, du brauchst nicht alle Ziele abzurichten. Aber die meisten solltest du schon auf Zelluloid bannen, damit der Artikel auch gut wird. Also, Professor, wie finden wir jetzt die Elefanten? Wir haben eine eindeutige Spur. Ihren Dung. Du machst Witze. Überhaupt nicht. Ihre Dunghaufen sind kaum zu übersehen. Sie scheiden täglich etwa 150 Kilogramm aus. Das kommt mir ein bisschen viel vor. Du kannst mir ruhig glauben. Halte nach einem Haufen brauner Kugeln Ausschau. Okay. Ah, da ist der Termitenhügel. Kann da mal nicht drüber. Hier ist der Termitenhügel. Da machen wir mal ein Bild. Oh, guck mal da. Dann suchen wir mal einen Elefanten-Dummhaufen. Also einen Scheißhaufen. Der geht irgendwie voll schnell, der Typ. Da ist Wasser. Elefanten-Dummhaufen. Ah, da. Da vorne, okay.
Brauchst du nicht Riesenhaufen. Ich glaube, wir kommen näher. Ich riech was. Ich riech was, was du nicht riechst. Oh, was war das? Kakerlake oder was? Da du den Haufen nun gefunden hast, musst du ein Foto von ihm machen, um das Ziel zu erfüllen. Das ist doch mal ein schöner Haufen. Schau nach, ob irgendwo ein kleinerer in der Nähe ist. Das könnte bedeuten, dass sie Junge haben. Okay, Dunghaufen und Blume und Mistkäfer. Der war doch hier. Ha! Mistkäfer. Dunghaufen und Blume. So oder was? Ja, okay. Da unten ist ein Kompass, das heißt, dort muss es irgendwo sein. Gehen wir mal dahinter. Da ist ein kleiner. Gut, wir sind also auf dem richtigen Weg. Da der Boden am Fluss feucht ist, können wir dort sicher Fußabdrücke finden. Ich soll auf Spurensuche gehen. Natürlich, Val. Sie sind wirklich nicht zu übersehen. Fußabdrücke. Na, wo stampfen sie? Ach, das sind sie ja. Cool. So, jawohl. Anscheinend sind sie nach Norden gezogen. Ja, in dieser Gegend ist der Wald dichter. Halte Ausschau nach beschädigten Bäumen. Meinst du ausgemähte Baumstämme? Ja, oder sogar umgeworfene Bäume. Tatsächlich greift der Elefant in ähnlich hohem Maß in die Natur ein wie der Mensch. Ich werde deinen Kompass aktivieren, damit du dich besser orientieren kannst. Der Kompass wird von Zeit zu Zeit automatisch eingeblendet, damit du versteckte Orte oder die richtige Richtung findest. Also experimentiere ruhig ein wenig. Okay. Denn dein Kompass wird dich immer wieder zum optimalen Ausgangspunkt für das nächste Ziel zurückführen. Jetzt bauen wir einen umgestürzten Baum. Der muss jetzt hier irgendwo sein. Ah, da könnte was sein. Ja. Da ist er doch. Das sieht ja aus, als wäre ein Bulldozer hier durchgefahren. Wie rücksichtslos. Veränderungen sind nicht immer schlecht. Sieh unter umgestürzten Bäumen nach. Darunter findest du sicher Tiere, die sich über die Nische freuen, die die Elefanten geschaffen haben. Da ist ein Pilz. Okay. Sei mal still. Ich glaube, ich habe einen Elefanten gehört. Ich auch. Junge Elefanten. Bulle. Da! Da ist er. Er ist über unseren Anblick nicht gerade erfreut. Ein junges Männchen. Er wurde möglicherweise von seiner Herde getrennt. Deshalb regt er sich wahrscheinlich so auf. Man nennt das Übersprungshandlung. Auch Tiere haben Gefühle und sie können genauso frustriert sein wie Menschen. Oh oh, was ist jetzt los? Nein! Der kommt auf mich zu! Es ist alles okay. Es war nur eine Drohung. Er wollte uns nicht verletzen, sondern nur seine Überlegenheit unter Beweis stellen. Oh. Folgen wir ihm, im sicheren Abstand. Elefant beim Umherwandern. Euphorbie, was sind das schon wieder? Was ist ein Euphorbie? Ein Geier. Ein Geier? Du bist. Wie Geier. Ist da irgendwo ein Geier? Irgendwo ist hier ein Geier. Und was ist mit der Euphorbie? Was ist das? Ist das ein Zustand oder wie? Sieht schon schön aus, ne? Spiel. Also mir gefällt's. Ist jetzt nicht so die Wahnsinnsgrafik, aber egal. Warte mal, da hinten vielleicht? Was ist da? Da hinten ist auch noch was, ne? Ne, da ist nichts. Und da hinten? Ein bisschen vorsichtig sein, ne? Nicht, dass hier irgendwelches Tier da rauskommt. Komm da durch. Nee, kann man nicht. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ich höre irgendwas.
Wir haben Tabulator steht da unten. Da können wir die Bilder. Ah, die habe ich gemacht, okay. Ja, schöner Scheißhaufen. Cool. Okay, dann laufen wir mal weiter. Euphorbia kann aber auch eine Blume sein, ne? Ich laufe jetzt mal weiter. Vielleicht ein bisschen zoomen. Dort haben wir hier irgendwas. Da oben steht ein Geier. Ich sehe aber keinen Geier. Vielleicht da oben? Da oben! Ich hab ihn gesehen. Scheiße. Ja, ja, ja. Bäh. Komm her. Fuck. Tch. Da oben sind die Geier. Zoom oder näher? Jawoll. Dankeschön. Warte mal. Ja, so. Okay, und was ist jetzt Euphorbia? Euphorbie. So. Das da? Nee, oder? Quatsch. Tch. Hm. Wenn, dann wollen wir schon alles haben, ne? Wie, dass wir irgendwas verpassen. Vielleicht in einem Felsen. Schauen wir mal. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dann laufen wir weiter. Hm. Nee. Hä? Oh, da ist eine Elefantenherde da vorne. Was ist da? Sagen was? Nee. Hm. Okay, egal. Sieh, dort hinten ist eine Herde. Vielleicht können wir noch etwas näher ran. Aber Vorsicht, wow. Die Anzeige oben im Bildschirm zeigt einen Einfluss auf die Umwelt. Krass. Wir möchten uns vorbildlich verhalten und die Tiere nicht in ihrem natürlichen Lebensraum stören. Läufst du gegen Tiere oder störst sie anderweitig, sinkt die Anzeige. Wenn du jedoch mit deinen Fotos hilfst, die Umgebung zu dokumentieren, steigt sie wieder. Aber sei vorsichtig. Wenn sie in den roten Bereich abfällt, müssen wir unsere Mission abbrechen. Konzentriere dich also und achte die Natur. Hm. So, rum und los. Das ist eine Herde Weibchen. Oh. Oh, gut. Sie werden nicht so feindselig sein. Darauf würde ich nicht wetten. Selten, warum wackelt sie ständig mit den Ohren? Sie wedelt sich Luft zu, um sich abzukühlen. Okay. Oh, oh, da kommt Mr. Testosteron. Ja, der könnte gefährlich werden. Frag erst gar nicht, was los ist, wenn alle Weibchen in der Nähe sind. Okay. Was ist ein Gnu? Oh, Gnu, hä? Wo? Oh. Kopfschütteln. Scheinbar hat er den Hinweis verstanden. Sollen wir ihm folgen? Nein, lass uns hier bleiben und die Kommunikation zwischen den Mutter und den Jungen beobachten. Nicht hierher. Sitzendes Kalb. Elefant beim Säugen, okay. Da hinten, da hinten. Oh, Babys. Ha! Ich hätte nie gedacht, dass etwas so groß ist, so niedlich. Was ist fressen, okay. Ja, 120 Kilo bei der Geburt. Okay, das ist ganz schön ordentlich. Können wir da hochgehen? Nee. Schade. Da sitzt. Da hinten, da hinten! Fucking! Jetzt kommt er da. Ach, scheiße. Laufendes Zebra wäre das jetzt gewesen. Oh Mann, schade. Das Baby geht weg. Mutter und Kalb beim Spaziergang. Ich weiß nicht, ob es okay ist. Herumlaufendes Elefantenkalb. Mutter und Kalb noch. Ich glaube, es möchte ein wenig die Gegend erkunden.
Dagegen wird seine Mutter bestimmt was einzuwenden haben. Junge Kälber dürfen sich selten mehr als 20 Meter von ihrer Mutter entfernen. Oh oh. Komm ich da hin, ja? Elefant beim Wenden. Oh, was? Euphorie ist weg. Jawoll. Sehr schön. Das laufende Zebra habe ich leider verpasst. Vielleicht kommt es nochmal. Ein Gnu wird beobachtet. Ein Gnu. Wo ist das Gnu? Ah, hier. Haha. Sehr gut. So, jetzt gehen wir wieder raus. Meine Güte, Sie sind aber nervös. Was ist los? Oh nein, weil Sie nur Löwen. Boah. Oh nein. Boah, krass. Kein Land hier ist sicherer vor Raubtieren als ausgewachsene Elefanten. Aber die Kleinen sind in Gefahr. Deshalb bilden sie einen Verteidigungsring um die Kälber. Löwe auf Gnu-Jagd. Boah, Alter. Kommt da einer? Ne. Ich hab ein bisschen Angst gerade. Oh, cool. Tschüssi. Ich glaube, die Elefanten haben die Gnus gewarnt, damit sie rechtzeitig fliehen können. Nur ein Viertel der täglichen Jagdversuche verläuft für die Löwen. Wo ist der Löwe? Mal sehen, ob wir hier noch eine andere Elefantenfamilie finden können. Normalerweise besteht eine Herde aus 2 oder 3 Familien, die sich in etwa 1,5 Kilometer Abstand voneinander aufhalten. In welche Richtung sollen wir suchen? Tiere versammeln sich häufig an Wasserstellen. Lass uns nach Bächen oder Flüssen suchen. Na, da vorne. Bach und Quelle. Okay. Gut, lass uns flussabwärts gehen. Irgendwohin muss der Bach ja führen. Und die Quelle ist hier, oder? Wir könnten uns jetzt ein paar deiner Fotos ansehen. Ja. Drücke Tab, um dein Fotoalbum einzublenden. Du kannst dir deine Fotos nun ansehen, sie umbenennen oder löschen. Hm. Wenn du eine Mission beendet hast, kannst du diesen Bildschirm so neu aufrufen und deine Fotos sortieren, per E-Mail versenden. Batzenschwein. Ein Fisch ist bestimmt hier drin, oder? A Fischli, a Fischli, a Fischli. Hm. Ein Fisch. Oh, da vorne springt was. Warzenschwein im hohen Gras. Hm. Wo war das? Ah! Da war. Da. Boah. Krass. Da, Warzenschwein. Löwen. Löwen? Wo? Wo sind Löwen? Jetzt wird die Musik schon anders. Und wo sind Löwen? Hier ist ein Elefant. Wo sind Löwen? Hallo? Hier, oder? Löwen. Hier ist ein Baum. Hä? Sollen denn hier Löwen sein? Sind die mehr da drin oder so? Ah, hier! Da auf dem Felsen. Cool. Oh, da sind die Löwen. Sie sonnen sich auf den Steinen. Und halten vielleicht immer noch Ausschau nach Beute. Verschwinden wir lieber. Geh weiter stromabwärts. Klippschliefer auf Felsen. Was? Klippschliefer. Was ist denn das schon wieder? Ich glaube, das sind so Murmeltiere, oder? Ich bleib mal hier.
Was fürs Abwärts muss ich laufen? Oh oh. Komm jetzt aber nicht zu mir, ne? Los weg. Los weg. Ah, die sonnen sich. Okay. Ein Straußennest. Da. Voll lustig. Ein Strauß beim Grasen. Okay. Ein Straußennest. Ob wir das finden? Das sieht nach einem Nest aus. Warte, muss ich hier runter? Wo? Oh, wieder ein Fisch. Da. Strauß. Strauß beim Grasen. Hier ist ein Affenbrotbaum. Hm? Ich glaube, ich bleib mal oben. Und ein See. Wo ist hier ein See? Ein See? Haben wir? Ein See. Na, wahrscheinlich da unten. Ne? Ich geh mal ein bisschen weiter weg. Wenn nicht, dass mich der Strauß da erwischt, dann weiß er nie, ne? Und ein See muss immer im Wasser sein, ne? Was denn sonst? Schlaumeier. So. Wow. Alter. Da ist der See. Oh. Hier ab, ey. Nein! Oh, Mama mia. Da ist ein weiterer Familienverband. Ja, in einem Wasserloch. Aber augenscheinlich sind sie nicht die einzigen, die zum Trinken hierher kommen. Sieh nur, wie die Elefanten ihre Rüssel benutzen. Ein vielseitiges Organ mit über 100.000 Muskeln. Ganz schön cool. Heftig. Mit ihren Rüsseln können sie riechen, Wasser aufnehmen, greifen, Wasser spritzen und sogar kommunizieren. Trinken sie wirklich durch den Rüssel? Nein, das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Sie saugen das Wasser mit dem Rüssel auf und spritzen es sich dann ins Maul. In Dürrezeiten kann eine Mutter sogar Wasser mit ihrem Rüssel aus dem Magen hochpumpen, um ihr Junges zu tränken. Guck mal, der badet. Bestehen Stoßzähne aus Knochen? Nein, es sind Zähne. So lustig. Schneidezähne. Sie wachsen aus dem Oberkiefer. Komme ich jetzt da vorbei? Das sind aber wirklich große Zähne. Ja, das größte Stoßzahnpaar, das man jemals gefunden hat, hoch ganze 210 Kilo. Wow! Wow! Wo kommen die her? Hey, das sieht mir ganz nach einer kleinen Familienversammlung aus. Wie schön. So haben wir die Gelegenheit, ihre Begrüßungsrituale mitzuerleben. Ach, so wie Hände schütteln und Küsschen geben. Nur nicht ganz. Aber die Elefanten nehmen tatsächlich körperlichen Kontakt auf. Es ist wie eine Art Berührung. So wie eine leise Umarmung. Auf diese Weise festigen sie ihre Familienbande und bekräftigen ihre Zusammengehörigkeit. Nicht schlecht. Kommt da noch einer? Nee. Gott. Kann man eigentlich jetzt speichern oder so? Ah, okay. Spiel speichern. Dann machen wir das mal. Familie der Giganten. Zack. Speichern erfolgreich. Okay, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bin Thomas, der Fotojournalist übrigens da oben. Okay, dann bis zum nächsten Mal hier bei World Earth Africa. Wild Earth Africa. Tschüss.